Herzlich willkommen zur Heilkunde TV. Mein Name ist Zelda Tatli von der Linda Rehnmed AG. Die Wechseljahre sind ein natürlicher Prozess für jede Frau. Die Zeit, auch Klimakterium oder Menopause genannt, ist sehr geprägt von biologischen Veränderungen, die sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Der Ablauf und Umstände von Menopause gestaltet sich absolut individuell. Bei einigen Frauen fängt die Veränderung bereits schon mit 40, bei anderen erst ab 50 Jahren. Etwa ein Drittel von uns Frauen spüren während der hormonellen Umstellung keine körperliche oder psychische Beschwerden. Irgendwann haben sie die letzte Menstruation und das war's. Ein weiteres Drittel hat leichte Beschwerden, wie trockene Haut, Augen, Gewichtszunahme, Haarausfall, Empfindlichkeit und Kopfschmerzen. Und ein Drittel hingegen leidet sehr stark unter die körperlichen Veränderungen. Einige Beispiele sind Hitzewallungen, Schlafstörungen, nächtliche Schweißausbrüche, Stimmungsschwankungen, Migräne, Gelenkschmerzen, sogar unter Umständen immer wiederkehrende Harnwegsinfektionen. Interessanterweise kennen aber die asiatischen Frauen all diese Beschwerden nicht, weil ihre Ernährung sehr sojareich ist. Weil die Sojabohnen sind nämlich reich an Isoflavon und Isoflavon gehören zu der Gruppe der Phytoöstrogenen. Meine liebe Damen, in jedem Alter ist es wichtig, sich gesund zu ernähren und sich ausreichend zu bewegen. Mit Beginn der Wechseljahre gewinnt die Erkenntnis für uns noch mehr an Bedeutung. Unser Körper und Geist wird durch die hormonelle Umstellung stärker als üblich belastet. Ab dem 40. Lebensjahr können auch Sie mit dem feinen Lindafam-Sirup Ihre Nahrung ganz einfach bereichern. Ihre Vitalität und Attraktivität durch ausgewogene Ernährung und genügend Bewegung fördern und so die Lebensqualität und das Wohlbefinden erhöhen. Unser Qualitätsprodukt Lindafam mit Isoflavon aus Sojabohnen und Cranberry-Saft hat nebst Vitamin B-Komplex noch Calcium und Vitamin A, Vitamin C und D drin. Calcium und Vitamin D tragen zur Erhaltung der Knochen bei. Vitamin A trägt zu einem normalen Eisenstoffwechsel bei. Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Knochen, Haut und Zähne bei. Und dazu noch zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Vitamin B1 trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei. Und Vitamin B6 trägt zur Regulierung der Hormontätigkeit bei. Vitamin B12 trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Vitamin E trägt dazu bei, Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Verzehrempfehlung ist 2-3 Mal täglich einen Esslöffel vor dem Essen. Vor dem Gebrauch immer gut schütteln und nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern. Übrigens ist der Sirup sehr fein mit Himbeergeschmack. Die perfekte Harmonie von Vitalstoffen aus der Natur verarbeitet nach den neuesten ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen Produkte von höchster Qualität. Linda Rehnmed.